Hallo YouTuber, willkommen zurück bei eurem Don Franke hier. Ihr seht es gerade schön hier, Payday 2 am Start. Ich habe jetzt mich mal hier komplett zurückgesetzt hier. Yep, ich bin höchstes Level, das verdanke ich ein paar meiner Kollegen. Und ja, ich werde euch jetzt hier quasi, das ist jetzt quasi hier Folge 0. Hier, ich habe hier fast alle Perk-Decks, bis auf die, die man kaufen müsste. Und ja, hier schön die 100. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, was wir schöne Missionen machen. Ich werde natürlich jetzt erstmal versuchen, die Stealth-Missionen rauszuprügeln. Ich werde jetzt einfach mal im Hintergrund mal so skillen. Und ja, fangen wir mal mit dem einfachsten an, nämlich Diamantengeschäft, glaube ich. Oder Diamanten oder Juwelier, bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, dann das hier. Den Zeug kann man noch hier dazu kaufen. So, dann braucht man auf jeden Fall ein vernünftiges Setup. Das hier noch. Und ja, was auch immer praktisch ist, ist ja 6. Sinn, so ist der Scheiß. Da kann man nämlich im noch nicht Maskenmodus hier quasi schon Sachen aufheben. Das ist auch recht praktisch. Dann hier, das erklärt sich selbst. Leichensäcke. Yep. Na komm. Just for the lulz. Haben wir noch das hier rauf. Hier kann man schneller aufnehmen, die Taschen. Kann man schneller laufen. Macht weniger Lärm. Wachen sehen einen nicht sofort. Kriegt nicht so viel Fallschaden. Macht mehr Schaden bei schallgedämpften Waffen. ECMs und so werde ich alles später noch erklären. Genauso wie hier Bora. Das war's noch, was mir gefällt. So. Sind wir noch 4 Punkte? Brauchen wir hier noch irgendwas? Ja, das hier könnte man noch holen und damit ist unser Self-Setup fertig. So, ja. Hier Aufklärer, damit man eben die. Hier. eben hier. Ach, wer heißt das Scheiß? Eben das Aufklärer. Setup kriegt, damit man eben Self-Modus hier die Wachen markiert kriegt, Control-Freak, damit man Insider-Hilfe kriegt, einfach nur damit man mehr Ausdauer hat. Hier, damit man Taschen schneller ist und weiter werfen kann. Das hier einfach nur damit man zum Beispiel auch die Wachen unterdrücken kann, was ich natürlich nicht geskillt habe, ich Depp, na gut. Das hier sind einfach nur Random Skills, das hier ist vor allem der wichtigste, dass die Bora lautlos sind. Kameraschleife, Kamera sieht einer nicht mehr. Man kann halt 25% schneller, damit kann man spezielle Türen öffnen, jetzt habe ich auch noch zwei ECMs, das ist vor allem das Wichtige. 15% mehr Schaden, man macht weniger Lärm, habe ich schon erzählt. Hier macht man nochmal weniger Lärm, ich weiß nicht, ob sich das addiert hat, aber egal. Und ja, hier halt das Aufnehmen. Jo, das ist so hier jetzt die erste Version von dem, was unser Setup sein wird. Und dann wollen wir mal hier Stealth. Natürlich. Ah, Juwelier heißt der Scheiß. Und dann sehen wir uns gleich zur Mission.